Hallo Leute und willkommen zu meinem neuesten Video. Heute wollte ich mal eine neue Kosmetikmarke testen, die ich vorher noch nie getestet habe. Und wie ihr sehen könnt, bin ich geschminkt, habe aber keine Mascara und auch keinen Lippenstift aufgetragen, weil ich nachher mit euch mal eine Marke testen wollte, die es bei uns in den Läden überhaupt nicht zu kaufen gibt. Und zwar ist es die Marke Golden Rose. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wer von euch die Marke Golden Rose kennt, ob ihr irgendwelche Produkte von der Marke Golden Rose habt, ob ihr damit zufrieden seid oder nicht zufrieden seid. Ich wollte ja schon seit längerer Zeit die Marke Golden Rose mal testen, aber weil es die Marke eben nicht bei uns zu kaufen gibt, habe ich mal im Internet mal gestöbert und habe mal geschaut, wo man diese bestellen kann, weil ich habe schon gehört, dass die Marke Golden Rose gut sein soll. Und dann habe ich mal so geschaut im Internet und bin auf einen Online-Shop gestoßen, habe da diese Marke Golden Rose bei diesem Online-Shop gesehen und musste natürlich diese Marke gleich mal bestellen. Und zwar ist das der Online-Shop Pink Panda. Viele von euch werden diesen Shop kennen und da musste ich natürlich ein paar Sachen bestellen und habe wieder zugeschlagen, Leute. Ich habe natürlich jetzt nicht nur von der Marke Golden Rose was bestellt, sondern auch von anderen Marken was und ich zeige euch jetzt mal, was ich bestellt habe und nachher testen wir zusammen mal eine Wimperntusche, also eine Mascara und auch einen Lippenstift von der Marke Golden Rose. Und ich zeige euch jetzt erstmal das Päckchen. Also nach der Bestellung habe ich das Päckchen sehr schnell bekommen. Ich glaube, nach 3 Tagen war das Päckchen schon da. Und jetzt, ich habe also das Päckchen schon aufgerissen. Ich zeige euch mal, wie das Päckchen ankam. Also es ist ein weißes Päckchen, so schaut es aus. Da ist eben noch ein Kleber drauf, wo drauf steht Pink Panda. Die Kosmetikprodukte waren dann auch nochmal extra verpackt in so einem weißen Papier, wo Pink Panda drauf steht und auch noch pinkfarbige Herzen drauf sind. Also die Verpackung, die ist richtig schön. Gefällt mir sehr gut. Und als ich da bei Pink Panda bestellt habe, da konnte man sich ab einem gewissen Bestellwert aussuchen, ob man die Bestellung versandkostenfrei möchte. Also da konnte man sich die Versandkosten sparen. Oder man konnte sich aussuchen, ob man die Mystery Bag haben möchte. Also entweder oder, entweder versandkostenfreie Bestellung oder eben diese Mystery Bag. Ich habe mich dann für diese Mystery Bag entschieden und zwar für diese Summer Edition. Diese ist noch zu, die habe ich noch gar nicht geöffnet und diese wollte ich nachher mit euch zusammen aufmachen und da bin ich schon mal gespannt, was da für tolle Sachen drin sind. Ich nehme die Mystery Bag jetzt mal raus. Die ist so schön verpackt in so einem tollen Glanzpapier, auch in Pink. Und da vorne steht auch drauf Mystery Bag Summer Edition. Und der Inhalt von dieser Mystery Box soll einen Wert haben von 22 Euro. Und da bin ich jetzt schon mal gespannt, was da drin ist. Machen wir nachher mal zusammen auf. Da bin ich schon mal so richtig neugierig, was da drin ist in dieser Mystery Bag. Es ist ja jetzt auch das allererste Mal, dass ich bei Pink Panda was bestellt habe. Ich habe vorher noch nie bei Pink Panda bestellt, aber ich bin jetzt schon so richtig neugierig, wie diese Marke Golden Rose ist, weil die hat mich schon so lange interessiert. Und ja, also jetzt werde ich euch mal zeigen, was ich da bei Pink Panda, so tolle Sachen, was ich da so bestellt habe. Also ich habe einmal bestellt bei Pink Panda von Dirty Works
Dieses ist ein Gesichtsöl. Jetzt muss ich aber mal meine Brille aufsetzen, weil sonst sehe ich es nicht und dann kann ich euch gar nicht sagen, was da drauf steht. Also einmal habe ich bestellt von Dirty Works ein Gesichtsöl mit Vitamin E, Arganöl und Olivenöl. Und die Verpackung, die ist so toll, die hat mir wirklich gefallen. Dieses war im Angebot bei Pink Panda. Die Produkte von Dirty Works waren da im Angebot, als ich dieses bestellt hatte. Und ich hatte auch noch nie was gehabt von Dirty Works. Und diese Verpackung ist ja toll mit diesen pinkfarbigen Sternchen drauf. Vorne sieht es so aus. Also die Verpackung von Dirty Works finde ich auch sehr schön. Jetzt mache ich da mal auf. Oben ist es auch pink. Jetzt mache ich diese Verpackung mal auf. Und da kommt ein Fläschchen zum Vorschein. So sieht es aus, mit einer Pipette drin. Und das werde ich mal testen. Also 30 Milliliter sind der Inhalt. Also dieses habe ich einmal gekauft bei Pink Panda. Dann habe ich bei Pink Panda noch eine Mini-Mascara gekauft. Die heißt So Cute und das ist sie auch. Schaut mal an. So eine kleine Mini, eine Baby-Mini-Mascara. Die fand ich so süß, dass ich diese auch bestellen musste. Ist eine schwarze Mascara, die ist jetzt noch in Folie verpackt. Die werde ich aber jetzt heute nicht testen, sondern ich wollte mal eine andere testen. Aber die hat mir schon gefallen, weil so eine kleine Mini-Mascara habe ich noch nie gesehen vorher. Die gibt es eigentlich sonst überhaupt nicht zu kaufen. Also ich habe so eine Mini-Mascara noch nirgends gesehen. Und die war auch ganz schnell bei Pink Panda ausverkauft. Da hatte ich noch Glück, dass ich so eine noch ergattern konnte. Dann habe ich noch bestellt Nagellack und zwar von der Marke Lovely. Einmal habe ich so einen braunen Nagellack gekauft, jetzt für den Herbst, Winter, eine schöne Farbe. Ich hatte noch keinen braunen Nagellack und auch noch nichts von der Marke Lovely. Der Inhalt sind hier 8 Milliliter. Diese Farbe fand ich schön und habe ich jetzt mal bestellt bei Pink Panda. Dann habe ich von der Marke Lovely nochmal einen Nagellack bestellt in einem ganz tollen Blau. In diesem Blau habe ich das bestellt und dieses Blau fand ich so schön. Ist auch vom Inhalt 8 Milliliter und dieses Blau finde ich wirklich toll. Ist auch eine ganz tolle Farbe. Dieses habe ich dann auch noch von der Marke Lovely by Pink Panda bestellt. Die Farbe finde ich einfach super toll. Dann zeige ich euch jetzt mal die Kosmetikprodukte von Golden Rose, die ich bei Pink Panda bestellt habe. Einmal habe ich auch einen Nagellack gekauft in diesem tollen Blau da. Den fand ich auch richtig schön von der Farbe her. Dieses ist jetzt ein kleineres Fläschchen als dieses von Lovely. Dieses ist jetzt 6 Milliliter vom Inhalt her. Einmal dieses tolle Blau. Dann habe ich dieses Pink da gekauft. Also diesen Nagellack in diesem schönen Pink. Dieses ist jetzt eine Sommerfarbe. Also diese würde ich jetzt nicht im Herbst und im Winter tragen. Ist eine reine Sommerfarbe, aber dieses Pink hier, das fand ich so toll, ist eine ganz besondere Farbe. Und diese musste ich natürlich auch unbedingt bestellen bei Pink Panda, dieses tolle Pink. Dann habe ich noch von Golden Rose eine Foundation bestellt mit Vitamin A und E. Hatte ich auch noch nie gehabt. Der Inhalt sind 35 Milliliter. Und jetzt, so sieht es aus, die Verpackung. Da steht auch drauf GR und da oben Golden Rose. Und jetzt mache ich mal die Verpackung hier auf. Und da kommt so eine Tube zum Vorschein. So schaut es aus. Der Inhalt von dieser Foundation, wie ich schon gesagt habe, sind 35 Milliliter.
Und ich habe von dieser Foundation die Farbnummer 02. Also 02. Und ich finde die Verpackung auch sehr schön. Diese schwarze Schächtelchen mit der goldenen Schrift, wo Golden Rose draufsteht, finde ich sehr schön. Dann habe ich von Golden Rose ein paar Lippenstifte bestellt, weil ich gehört habe, dass die wirklich toll sein sollen von der Qualität. Und da gibt es unterschiedliche jetzt. Ich zeige euch erstmal diesen da. Und zwar, dieses ist der von Golden Rose. Soft and Matte Creamy Lip Color. Und dieser ist mit Jojoba und Avocadoöl. Ich zeige euch den mal, wie schön der aussieht. So sieht der Lippenstift aus. Der ist so schön. Der hat auch hier einen goldfarbigen Deckel. Und ich habe jetzt mal hier die Farbnummer 110 genommen. Ist ein richtig schöner, ja, so ein Bärenton. Dann habe ich noch mal einen Lippenstift genommen, auch einen Soft and Matte Creamy Lip Color mit Jojoba und Avocadoöl. Der ist in dieser Farbe und das ist die Farbnummer 112. Die Farbnummer 112 und einmal in der Farbnummer 110. Also die sehen sich ein bisschen ähnlich, wobei man, glaube ich, schon erkennen kann, dass dieser untere etwas dunkler ist, dieser da, und dieser obere ist ein bisschen heller. Und die Verpackung ist wirklich sehr schön mit diesem goldenen Deckel da. Finde ich sehr, sehr schön und werde ich auf jeden Fall mal testen. Aber ich wollte jetzt heute mal nicht diesen Soft and Matte Creamy Lip Color testen, sondern einen anderen. Also von diesem Creamy Soft and Matte Creamy Lip Color Lippenstift habe ich zwei genommen. Und dann habe ich noch andere Lippenstifte genommen. Und zwar, der heißt Golden Rose, der Longstay Liquid Matte Lipstick Kiss Proof. Und einmal habe ich die Farbnuance Nummer 10 genommen. Der schaut so aus. Schaut mal an. Die Farbe fand ich auch schön. Es ist so ein Nude-Ton, so bräunlich, also Nude. Aber er hat ein bisschen so ein, ja, so ein bisschen Grau ist mit dabei, wenn ihr das sehen könnt in der Kamera. Ist also ein bisschen so ein gräulicher Ton mit dabei. Bin schon gespannt, wie dieser Lippenstift dann aussehen wird. Der hat mir sehr gut gefallen von der Farbe her. Den wollte ich jetzt aber nicht testen von der Farbe her, sondern ich wollte einen anderen testen. Also einmal habe ich auf jeden Fall diesen da gekauft in der Nummer 10. Und die Lippenstifte von Golden Rose, die kommen entweder so eingeschweißt an, also die sind hier nochmal so eingeschweißt, oder sie sind in so einer Verpackung, in so einem kleinen Schächtelchen, in einem schwarzen Schächtelchen drin, wo drauf steht Golden Rose Longstay Liquid Matte Lipstick Kiss Proof, so schaut es aus. Und was hier ganz toll ist an dieser Verpackung ist, dass hier auf der Unterseite eben ein Loch ist, wo man eben die Farbnummer hier sehen kann. Also dieses ist zum Beispiel jetzt die Nummer 02. Kann man jetzt hier ganz toll sehen, so dass man nicht jedes Mal eben diese Verpackung aufmachen muss. Und ich werde jetzt mal diese Verpackung hier aufmachen und zeige euch mal die Nuance, die ich da genommen habe. Das ist so ein schöner Pinkton. So schaut der Lippenstift aus, ist jetzt auch eine Sommerfarbe, ist jetzt nicht für den Herbst und Winter, werde ich mir für nächsten Sommer aufbewahren. Und wie ich schon gesagt habe, dieser ist in der Farbnummer 02. Finde ich aber sehr schön, diese Farbe, aber eben für den Sommer. Dann habe ich nochmal einen Lippenstift gekauft
und zwar in der Farbnummer 32. Finde ich toll, dass man hier eben die Farbnummern sehen kann, dass man nicht immer diese Schächtelchen aufmachen muss. Ist auch wieder, dieser kam auch wieder in dieser schwarzen Verpackung an. Da steht auch drauf wieder Golden Rose, Longstay Liquid Matte Lipstick, Kiss Proof. Und jetzt zeige ich euch mal diese Farbe, Farbnummer 32. Dieser ist so in einem schönen Rosaton, ist also heller wie der andere war ja mehr pink. Dieser Lippenstift ist jetzt so rosa und dieser Lippenstift ist jetzt auch eine Sommerfarbe, würde ich jetzt auch nicht im Herbst und Winter tragen, ist jetzt auch eine Sommerfarbe. Dann habe ich mir nochmal einen Lippenstift von Golden Rose bestellt, also auch nochmal einen Longstay Liquid Matte Lipstick Kiss Proof und zwar in der Farbe, in der Farbnummer 21. Und jetzt mache ich mal diesen auf, dass ich euch mal diese Farbe zeige. Und dieser Lippenstift sieht so aus von der Farbe. Dieses ist so ein Mauve-Ton und ich würde mal sagen, dass der auch, dass man den auch gut im Herbst tragen kann, Herbst und Winter. Den kann man jetzt immer tragen, würde ich sagen. Den kann man jetzt auch im Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter tragen. So ein schöner Mauve-Ton. Zeige euch noch mal so die Nummer 21. Der ist doch auch wirklich schön von der Farbe her. Und jetzt bin ich wirklich überfordert, Leute, weil ich überhaupt jetzt gar nicht mehr weiß, welchen ich jetzt mal testen soll von der Farbe her. Ob ich jetzt diesen da testen, also die pinkfarbigen jetzt nicht, weil die jetzt für den Sommer sind. Aber soll ich jetzt diesen Liquid da testen oder von diesen beiden? Also diese beiden da sind keine Longstay Lippenstifte da. Keine Ahnung, wie lange die halten, werde ich jetzt auch mal testen. Ist ein Creamy Lip Color dieses da. Und dieser soll eben lange halten, dieser Longstay da. Ich würde mal sagen, ich entscheide mich heute mal für diesen Longstay, weil ich diesen schon lange mal testen wollte. Eigentlich wollte ich diesen auch testen, darum habe ich ihn auch bestellt. Ich nehme heute mal diesen Longstay, weil ich einfach mal schauen möchte, wie lange der hält. Ob der bis am Abend hält oder wie viele Stunden der hält, das würde mich jetzt mal interessieren. Jetzt schaue ich noch einmal hier. Ja, also diese Farbe ist jetzt eher für den Sommer, ist ja schon so ein richtiges Pink, werde ich jetzt mal nicht nehmen, Sommerfarbe. Diesen da, den finde ich auch ganz toll, ist auch eine sehr schöne Farbe und dieser mit der Nummer 32, die nehme ich jetzt auch nicht, die ist so heller, also so ein Rosa und ich entscheide mich jetzt mal für diese Farbe, Farbnummer 21, den Longstay Liquid Matte Lipstick Kiss Proof und ich habe jetzt hier vor mir einen Spiegel und werde jetzt mal diesen Lippenstift auftragen und dann seht ihr mal, wie der aussieht. Ich bin ja auch schon ganz gespannt und neugierig und los geht's. Also ich mache jetzt mal diesen Lippenstift hier auf. Ich drehe den mal auf. Und es ist so ein, ja, so ein Applikator. So sieht er aus. Er ist etwas abgeflacht, wie ihr sehen könnt. Ja, er ist ein bisschen abgeflacht. Und ich werde diesen jetzt einfach mal, ist so ein Mauve-Ton. Mal sehen, wie der riecht. Ah, der riecht aber echt gut.
Ah, der riecht fruchtig. Der riecht fruchtig. Nach was riecht denn der? Also der riecht wirklich sehr angenehm und ich trage jetzt mal den Lippenstift auf. Der sieht ja toll aus. Ich habe jetzt leider keinen Lip Liner in dieser Farbe. Ich trage jetzt mal den Lippenstift ohne Lip Liner auf. Also er lässt sich sehr gut auftragen. Er ist sehr cremig, er ist geschmeidig und man braucht wirklich nur wenig Produkt. Also ich tupfe das hier mal ab. Wie ihr sehen könnt, der ist so schön cremig. Man braucht ganz wenig Produkt. Jetzt schmiere ich mir noch auf die Zähne hier. Na, ich muss mich jetzt hier mal konzentrieren. Also er trocknet nicht gleich. Man kann ihn sehr gut auf den Lippen verteilen. Und jetzt fängt er an, ein bisschen schon trocken zu werden. Noch ein bisschen hier. Die Farbe, die ist fantastisch, Leute. Ist eine sehr schöne Herbstfarbe, also ist so ein Pflaumenton. Und wie ihr sehen könnt, kommt er auf den Lippen etwas dunkler raus, wie hier. Hier sieht er heller aus und eher so mauve. Und hier auf den Lippen geht er schon in das Lila rein. So ein Pflaumenton, gefällt mir aber sehr gut für den Herbst. Ich zeige euch das mal so näher. Wie findet ihr diese Farbe? Ich bin schon sehr bunt heute, ne? Wenn ich jetzt sehe, dieses Augen-Make-up da, da habe ich ja heute einen grünen Lidschatten aufgetragen und diesen Lippenstift. Ich habe gedacht, dass dieser Lippenstift jetzt nicht so dunkel rauskommt. Ich habe gedacht, es wäre eher so ein Mauve-Ton wie hier, dass der eben heller ist. Aber wie ich sehe, ist der richtig so richtig lila, so Pflaume-Ton und dieser Lippenstift und eben dieser Lidschatten ist natürlich schon sehr kräftig. Aber gut, ich wollte ja jetzt nur mal testen, um das geht es jetzt nicht. Ich wollte eigentlich hauptsächlich heute mal die Sachen von Golden Rose testen. Ich werde jetzt nachher mal was essen und werde dann auch mal was trinken und mal gucken, ob der dann immer noch so aussieht, wenn ich was gegessen und was getrunken habe. Da bin ich ja schon mal gespannt. Jetzt, hat schon nachgelassen, noch ganz leicht, klebt noch ganz leicht, aber mal sehen. Und dann zeige ich euch jetzt die Mascara, die ich von Golden Rose bestellt habe. Und diese Mascara habe ich gleich zweimal bestellt von Golden Rose. Diese Mascara ist jetzt nicht schwarz, sondern sie ist blau. Also die Farbe ist blau und ich habe die schon mal bei jemandem gesehen auf den Wimpern und das sah so toll aus, dass ich jetzt gedacht habe, ich muss die unbedingt kaufen, weil es gibt ja so farbige Mascaras selten zu kaufen. Ich glaube, in den Drogerien habe ich noch gar keine farbige Mascara gesehen. Oder habt ihr farbige Mascara gesehen bei DM oder beim Rossmann oder Müller? Also ich habe keine gesehen. Da gibt es ja nur schwarze Mascara, so viel ich weiß, oder? Könnt ihr mir ja auch mal gerne schreiben, ob ihr in den Drogerien farbige Mascara irgendwo gesehen habt? Also ich auf jeden Fall nicht. Und deshalb habe ich jetzt mal bei Pink Panda diese farbige Mascara von Golden Rose gesehen. Die hatten aber jetzt auch nur blaue Mascara, also farbige Mascara. Also keine anderen Farben, nur blau. Und jetzt bin ich mal gespannt. Also die beiden Mascaras, die sind auch noch so eingeschweißt.
hier. Und die sehen wirklich auch die Verpackung sehr schön. Und ich werde jetzt eine Mascara von dieser öffnen und werde mir die jetzt auf die Wimpern geben. Jetzt machen wir mal hier eine Mascara auf. Also hier oben steht mal öffnen, dass man mal dieses Zellophan, jetzt muss ich mal meine Brille aufsetzen, also dann sehe ich wieder nichts. Also hier öffne ich jetzt diese Mascara. Da steht dermatologisch getestet, ohne Parabene. Und diese Mascara heißt Golden Rose Essential Blue Volume Mascara. Habe ich euch eigentlich noch gar nicht gesagt, ne? Also die Marke Golden Rose, die kommt ja aus der Türkei. Und habt da eigentlich nur Gutes gehört, dass die gut sein soll. Und jetzt werde ich mal diese Mascara mir auf die Wimpern geben. Jetzt gucken wir mal, wie das Bürstchen aussieht. Jetzt gucke ich mal, wie dieses Bürstchen ist, ob das ein Gummibürstchen ist oder solche Borsten hat. Schaut mal an, Leute. Ich ziehe das mal raus. Wow, dieses Blau ist fantastisch. Ja, es ist so ein. Es ist dieses Gummibürstchen. Aber die Farbe, Leute, mega, Leute, schaut mal an. Ich hoffe, man kann es in der Kamera genauso sehen, wie ich es hier sehe, dieses Blau. Also richtig toll. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Ich komme mal ein bisschen näher. Ist das nicht ein schönes Blau? Ich werde mir dieses jetzt auf die Wimpern geben. Ich muss mal ein bisschen noch rein machen. Bin ich noch im Bilde? Weil ich habe hier unten meinen Spiegel stehen. Ich muss mal ein bisschen, glaube ich. Ich müsste die mal, glaube ich, erstmal ein bisschen schütteln. Ist eben noch neu ist, vielleicht wegen dem, dass man da ein paar Mal. Ich muss noch mal ein bisschen hier. Moment, jetzt ist mein Haarreifen hier runtergefallen. So. Wow, ich bin ja heute bunt wie ein Papagei, Leute. Ich hätte mal einen anderen Lidschatten drauf machen sollen. Einen dezenteren. Aber ich konnte ja nicht wissen, dass der Lippenstift so ins Flaumige geht. Ins Flaumige. So sieht die blaue Mascara jetzt aus. Ich muss noch mal in den Spiegel schauen. Ich finde die wirklich schön. Findet man ja wirklich sehr selten farbige Mascara. Wer von euch hat auch farbige Mascara? Würde mich mal interessieren. Schreibt mir mal in die Kommentare, wer von euch farbige Mascara hat und welche Farbe ihr habt. Es gibt ja auch außer Blau noch andere farbige Mascaras. Schreibt mir mal, wer von euch eine farbige Mascara hat und welche Farbe und von welcher Marke, würde mich mal interessieren. Also so schaut es jetzt aus. Mal so eine blaue Mascara hatte ich jetzt auch noch nicht. Ist mal was ganz Neues, aber sieht wirklich toll aus. Also ich finde die blaue Mascara wirklich schön. Ich habe noch was bestellt bei Pink Panda. Ist noch in dieser Luftpolsterfolie eingepackt. Und mache ich jetzt mal auf. Schaut mal, was ich da bestellt habe. Und zwar eine Lidschattenpalette von Revolution.
eine Neon Shadow Palette mit Neonfarben. Die Verpackung war richtig toll und die war bei Pink Panda im Angebot. Ich zeige euch mal die Farben. Ich hoffe, es blendet nicht zu sehr. Ich komme jetzt mal näher. So geht es. Also das sind eben so pinkfarbige und lilafarbige Töne dabei. Auch ein Anthrazit, ein Weiß und ein goldfarbiger Ton. Ansonsten eher so pink und lila gehalten. Also gefällt mir sehr gut die Palette. Also so sieht die aus. Und hinten sieht die so aus. Und da steht eben Revolution Neon Shadow Palette. Hier. Und jetzt kommt natürlich die große Überraschung. Und zwar öffne ich jetzt mit euch zusammen meine Mystery Bag. Das ist jetzt diese Mystery Bag. Und jetzt müssen wir mal, glaube ich, eine Schere nehmen, weil sonst kriege ich das gar nicht auf. Genau, ich hole jetzt mal hier eine Schere raus. Ich bin ja schon mal gespannt, was da drin ist. Also es ist ziemlich schwer, es ist jetzt gar nicht leicht, also es hat schon Gewicht. Ja, es ist jetzt, wenn ich das so anfasse, etwas weich und das ist ganz komisch, es ist etwas weich hier unten, es ist länglich, also es ist groß, es ist jetzt nichts Kleines. Hier spüre ich nochmal was, aber ich kann jetzt nicht sagen, ob das jetzt eins ist oder ob das zwei Sachen sind. Also da stand ja bis zu 5 Artikel in so einer Mystery Bag und diese Mystery Bags sind also immer verschieden, also jeder bekommt eine andere Mystery Bag. Man weiß ja nicht, was da drin ist. Nicht alle bekommen die gleiche Mystery Bag, also der Inhalt ist immer unterschiedlich. Und deshalb bin ich einmal gespannt, was da jetzt bei mir drin ist. Die machen natürlich immer so individuelle Inhalte dann rein. Aber schwer ist die schon, also die ist ganz schön schwer. Und da stand, bis 5 Artikel können in dieser Mystery Bag sein, müssen aber nicht, können auch weniger sein. Es können auch nur 2 Artikel drin sein oder 3 oder eben auch bis zu 5 Artikel. Aber jetzt lange Rede, kurzer Sinn. Es wird spannend, Leute. Und wir öffnen jetzt einfach mal diese Mystery Bag. Ich habe hier schon meine Schere und mache hier mal auf, ne? So, schnipp, schnapp, Mystery Bag, hier, soll ich das jetzt einfach so rausholen oder soll ich reinschauen? Ja, ich schaue mal rein, ne? Och, das ist ja alles eingepackt. Also ich zeige euch mal jetzt von innen, wie es aussieht. So sieht die Mystery Bag aus, Leute, schaut mal an. Der Inhalt hier ist nochmal alles in Luftpolsterfolie verpackt. Und wir haben 1, 2, 4, so viel ich zählen kann. Jetzt holen wir mal nacheinander die Artikel raus, dann sehen wir mal, ob da wirklich 4 drin sind oder vielleicht doch 5, dass sich ein kleiner Artikel noch unten vielleicht versteckt hat. So, ich fange mal an. Ich weiß gar nicht, mit was ich da anfangen soll. Soll ich mit groß, soll ich mit klein, soll ich mit mittel anfangen? Ja. Ich fange mal an und hole mal das Schwerste hier raus. Das ist dieses da. Und jetzt öffnen wir das mal zusammen. Es ist jetzt noch in so einer rosa Luftpolsterfolie eingepackt. Das ist aber richtig toll verpackt. Das kriegt man ja fast nicht auf. Ist richtig verklebt hier. Also der Wert der Mystery Bag soll ja 22 Euro betragen.
da müsste ich mal die einzelnen Preise mal anschauen. Aha, das ist jetzt eine, muss ich mal die Brille aufsetzen. So sieht es aus. Und es ist ein Blue Lagoon Infused Body Wash. Aha, ein Body Wash made in Britain. Das ist ja mal interessant. Body Wash mit Zitrusfrüchten, wie ich hier sehe. Da sind Zitronen und Orangen abgebildet auf diesem Bild hier. Ich zeige euch das mal. Und die Farbe ist ja schon mal so schön. Blaue Lagune, Blue Lagoon. So sieht es auch aus von der Farbe. Und jetzt werden wir hier mal dran schnuppern. Mal schnuppern. Aha, oh, es riecht gut. Oh, es riecht wirklich schön zitrisch, frisch. Ist also eine englische Marke, ein Infused Body Wash, Blue Lagoon. Und da freue ich mich schon, wenn ich dieses teste. Der Duft ist wirklich frisch und zitrisch. Mag ich sehr gerne. Ja, also das war jetzt mal das erste Produkt von meiner Mystery Bag. Dann hole ich auch schon mal das zweite Produkt aus. Das ist auch so eingepackt, ist auch schwer. Das öffne ich jetzt auch mal. So. Das ist das zweite Produkt, ist auch von CB Singapore Sling, eine Body Cream. Oh, eine Körperlotion, das ist ja toll. Eine Körpercreme, eine Body Lotion. So schaut die aus, die ist von der Farbe so, ja, so beigefarbig. Der Inhalt sind hier, jetzt muss ich mal schauen, da steht auch drauf, Made in Britain, ist ja die gleiche Marke wie dieses Duschgel. Und vom Inhalt, ja, 200 Milliliter vom Inhalt her, ja, und von dieser Duschcreme, von diesem Duschgel von Infused Body Wash, ist auch 200 Milliliter, also jeweils 200 Milliliter. Jetzt schnuppere ich mal da dran. Das riecht auch gut. Riecht ein bisschen anders wie dieses Duschgel, aber ich kann Düfte immer sehr, sehr schlecht beschreiben. Aber ja, es riecht gut. Es riecht gut. Ist so eine dickere Creme, also nicht so milchig, sondern dicker, wie ihr sehen könnt. Konsistenz ist etwas dicker. Und ja, Singapore Sling Body Cream. Das war noch drin in dieser Mystery Bag. Dann hole ich mal Produkt Nummer 3 raus. Das ist jetzt Produkt Nummer 3, ist kleiner, aber alles so in dieser Luftpolsterfolie eingepackt, was ich richtig schön finde. Richtig schön eingepackt. Oh. Jetzt mal hier gucken, was da drin ist. Ein Nagellack, Leute! Ein Nagellack, das ist ja toll. Und die Farbe, Leute, Wahnsinn. Wahnsinn. Da freue ich mich, aber das finde ich ja toll. Von der Marke Lovely Summertime. Schaut mal an. Ein hellblauer Nagellack ist da drin. Wie schön ist der? Der ist richtig toll von der Farbe her. Und das steht auch oben drauf. Der ist von der Marke Lovely. Ich habe euch ja vorhin schon zwei Nagellacke von der Marke Lovely gezeigt. Den braunen und den dunkelblauen. Und jetzt habe ich in dieser Mystery Bag noch diesen hellblauen Nagellack drin gehabt.
Und da steht auch drauf Lovely Summertime. Da sind Sommermotive drauf. Ein Herz, eine Sonnenbrille, dann Wellen, dann eine Muschel, dann die Sonne. Also richtig schön. Schaut mal an, ich zeige euch dieses Mal näher, wie das schön ist. Seht ihr das hier in Silber? Die Sommermotive hier. Ich mal langsam drehen. Ich hoffe, man kann es sehen, dass es nicht so blendet. Und hier oben steht eben Lovely von der Marke Lovely. Ich drehe es mal so ein bisschen um, damit ihr das auch sehen könnt. Und die Farbe, mega schön. Auch so ein Hellblau, so eine richtig schöne Sommerfarbe, so Lagunenblau auch. Also mega schön. Richtig toll. Ich habe mir so ein Blau schon immer mal gewünscht, so eine blaue Farbe. Und jetzt war die tatsächlich in der Mystery Box drin. Wie wenn die das gewusst hätten, dass ich so eine Farbe gerne möchte. Sehr schön. Aber ich muss sagen, diese Farbe ist natürlich jetzt auch nur für den Sommer, würde ich jetzt auch nicht im Herbst und Winter tragen. Ist eine reine Sommerfarbe. Steht hier auch oben drauf. Lovely Summertime. Also ich finde die Farbe mega schön. Das war jetzt Produkt Nummer 3. Jetzt muss ich doch mal gucken, ob in dieser Mystery Box nur 4 Produkte sind oder 5, weil es hat ja geheißen oder es stand ja da bei Pink Panda bis zu 5 Produkte. Es sind aber nur 4 Produkte drin, also 3 habe ich euch jetzt gezeigt und jetzt kommt Nummer 4. So sieht es aus. Das ist eine Palette, aber jetzt mache ich die mal auf und da schaue ich mal, welche Farben die hat. Ist also auch wieder so verpackt in dieser Luftpolsterfolie hier, in dieser rosa Luftpolsterfolie. Die Farben erkennt man jetzt da nicht so gut. Jetzt nehme ich mal hier die Schere. Zack. So, jetzt packen wir das mal zusammen aus, Leute. Jetzt bin ich gespannt, von welcher Marke dieses ist da. Also es ist auf jeden Fall eine Palette. Nur, ich erkenne jetzt nicht so gut die Farben, seht ihr, erkennt man jetzt nicht so gut durch diese Luftpolsterfolie. Jetzt machen wir das mal auf. Ist von der Marke Revolution ein Cheek Kit. Das ist ja wirklich toll. Jetzt setze ich mal meine Brille auf, damit ich die Farben besser sehen kann. Wow! Das ist ja wirklich toll, Leute. Wow, da freue ich mich aber sehr. Also Highlighter sind da enthalten und Bronzer von der Marke Revolution. Wow, die Farben, Leute. Schaut mal an. Es blendet ein bisschen, wie ich wieder mal sehe, aber so sehen die Farben aus. Also ich finde die mega schön. Gefällt mir sehr gut. Habe ich jetzt auch noch nicht von Revolution so ein Cheek Kit. Sehr schön, muss ich sagen. Sehr, sehr schön. Es blendet ein bisschen. Ich komme mal näher. Ich drehe das mal ein bisschen, weil das blendet. Dann könnt ihr es, glaube ich, besser sehen. Das sind jetzt die Farben. Dieser goldene Rand gefällt mir sehr, sehr gut. Auch die Farben. Ich freue mich sehr. Ich finde alle Produkte sehr schön. Diese Palette ist toll und dieser blaue Nagellack ist sehr schön. Gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Und natürlich auch diese Körperlotion und auch dieses Duschgel da. Riecht auch sehr gut. Das waren jetzt die 4 Produkte, die hier in dieser Mystery Summer Bag drin waren. Jetzt mal alles gezeigt. Die ist leer, die Mystery Bag. Und alles fand ich schön. Auch diese Sachen von Golden Rose und auch die Sachen von Lovely. Das waren jetzt die Produkte, die ich bei Pink Panda bestellt habe.
Jetzt habt ihr auch mal ein paar Kosmetikprodukte von der Marke Golden Rose gesehen, die ich schon immer mal haben wollte. Ich werde jetzt mal den Lippenstift, wie ich schon vorhin gesagt habe, bis heute Abend dran lassen und kann euch nachher mal heute Abend, nachdem ich gegessen habe und getrunken habe, kann ich euch ja mal mitteilen oder zeigen, wie der Lippenstift nachher aussieht, nachdem ich den ein paar Stunden jetzt draufgehe. Lassen habe. Da bin ich selber schon mal gespannt und ich würde sagen, ich melde mich dann heute Abend nochmal, wie der Lippenstift eben dann nach ein paar Stunden aussieht, nachdem ich was gegessen und getrunken habe. Bis später dann. So, ich mache jetzt gerade Essen aus dieser Verpackung da. Fritto Misto aus dem Lidl. Und ich habe dieses schon hier in die Pfanne reingetan, Kalamaris und Tintenfisch. Und dazu gibt es einen Salat. Und wenn ich nachher mit dem Essen fertig bin, dann gebe ich euch Bescheid, ob dieser Lippenstift von Golden Rose noch immer auf den Lippen hält oder ob der schon weggegangen ist. Ich gebe euch dann später nach dem Essen mal mein Feedback. Also bis später dann. Hallo, ich melde mich mal zurück nach dem Essen, weil ich wollte euch ja ein Fazit geben wegen diesem Golden Rose Lippenstift. Wie ihr sehen könnt, also ich habe jetzt gegessen und getrunken und wie ihr hier sehen könnt, ist der Lippenstift außen, ist er noch dran an den Lippen. Und in der Mitte ist er schon also ziemlich weg. Aber wie ihr sehen konntet, hatte ich ja diese Kalamari in diesem Öl frittiert und es war ja deshalb auch ein ziemlich fettiges Essen. Das Essen war jetzt ziemlich ölig und deshalb ist ja klar, dass der Lippenstift eben auch weggeht. Ich denke, ein anderer Lippenstift wäre schon lang nicht mehr auf den Lippen und ich hatte dazu auch noch einen Salat, da ist ja auch Essig und Öl drin, also Säure und dieses Fett, was ja auch einen Lippenstift löst. Weil das Essen jetzt eben so fettig war, ist er eben noch relativ gut auf den Lippen, also außen sieht man die Farbe noch richtig gut und nur in der Mitte eben ist die weggegangen. Vom ersten Eindruck her muss ich sagen, er ist ganz gut, er hält lange, aber wie ich schon gesagt habe, ich muss es eben mal testen mit einem normalen Essen, das was jetzt nicht ölig ist, dass ich mal da einen Vergleich habe, wie lang der Lippenstift eben dann hebt. Ich wollte euch das eben jetzt nur noch mal sagen, wie der Lippenstift und zeigen, wie der Lippenstift eben nach dem Essen und nach dem Trinken aussieht. So Leute, das war's auch mal für heute. Wir sehen uns dann bald im nächsten Video wieder. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao!